Was ist eine Zentralheizung und wofür braucht man diese eigentlich? Genau solch eine Frage taucht oft im Physikunterricht Klasse 5 und 6 auf und daher sehen wir uns das jetzt einmal an. Nehmen wir mal an, du hast ein Haus mit einem Dach. So, und im Keller gibt es jetzt eine Zentralheizung. Also hier unten, ich mache es mal in groß, Heizung. Das Haus hat 3 Stockwerke und in jedem Stockwerk gibt es Heizkörper. Also hier gibt es einen Heizkörper, hier. Einer pro Etage ist schon sehr wenig, machen wir wenigstens mal 2. In der Regel sind es noch deutlich mehr. So, und irgendwie müssen diese Heizkörper warmes Wasser bekommen. In ganz vielen Fällen hat man dann eine Heizung an einer Stelle im Haus, also eine Zentralheizung. Und diese Heizung macht das Wasser warm und über Rohre werden die verschiedenen Heizkörper mit warmem Wasser versorgt. Also meistens ist diese Zentralheizung im Keller. Ich habe es auch schon im Dach erlebt, meistens aber im Keller. Das heißt, hier wird warmes Wasser produziert in Anführungszeichen, also Wasser wird heiß gemacht und dann über verschiedene Leitungen wird das Wasser an die Heizkörper im Haus verteilt. Wenn diese Heizung hier im Keller ist, braucht man natürlich eine Pumpe, um das warme Wasser nach oben zu pumpen. Also irgendwo hier gibt es dann Leitungen und dann ist noch eine Pumpe. Diese Pumpe befördert das warme Wasser nach oben. Die Heizkörper werden warm, geben diese Wärme in die Umgebung ab, also in das Haus ab, in die einzelnen Zimmer ab. Und das kalte Wasser fließt dann wieder in die Heizung, ja, an einer anderen Stelle rein, wird wieder warm gemacht, warmes Wasser wieder nach oben gepumpt und so weiter. Soweit mal ein ganz einfaches Video zur Zentralheizung. Wenn dich das Thema Physik noch mehr interessiert und du wirklich auch noch mal ein paar Grundlagen lernen möchtest, dann schau hier mal in die Endcard rein, dort werde ich dir 2 weitere Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.